Hey meine lieben Freunde und Kinderchens, was geht? Willkommen zurück zu Splatoon Online. Mal wieder das Splatfest mit der guten alten Etikette Geister gegen Zombies und heute mit dem Kalligrafen. Ich habe ja im letzten Part gesagt, so, ja, mal gucken. Eventuell nehme ich den Junior-Kleckser oder den Medusa-Klecks-Roller. Aber ich dachte mir so, komm, heute packst du mal wieder den Kalligrafen aus, holst den aus dem Schrank, weil der ist auch schon ein bisschen verstaubt gewesen, so, weißt du. Ich meine, nur weil es ein Kalligraf ist, muss er auch nicht gleich wie ein Besen aussehen, ne? Weißt du Bescheid. So, ja, meine lieben Freunde und Kennerchens. Ich bin gerade im Überlegen, ob ich in diesem Part eventuell noch das Ergebnis vom Splatfest mit reinpacken soll, weil, naja, wir haben gerade 18.36 Uhr am Sonntagabend und das ist eine knackige Sache, weil das bedeutet für mich, in knapp 20 Minuten hört es auch schon mit dem Splatfest wieder auf. Ja, komm, ist okay. Ich überlebe das schon irgendwie. Aber naja. Oh, wo kommst du denn her? Das war geisterhaft. Ich glaube, du bist im falschen Team, kann das sein? Meine Güte. Kind. Lauf doch nicht so ins Verderben. Meine Güte. So. Und ich darf eine Sache mal anmerken. Es gab hier und da mal Leute, die sich so gewundert haben. Und zu denen habe ich auch gezählt. Nintendo hat ja diese Zeit geändert, wann die Map-Rotation gemacht wird. Also quasi, wann die Maps gewechselt werden, ne? Das wäre sonst immer 0 Uhr, 4 Uhr, 8 Uhr, 12 Uhr, 16 Uhr und 20 Uhr, glaube ich. Kann das sein? Ich glaube schon. Jetzt ist es quasi um eine Stunde nach hinten verschoben. Bedeutet, ich glaube, 23 Uhr, 3 Uhr, 7 Uhr, 11 Uhr, 15 Uhr, 19 Uhr, 23 Uhr und wieder so weiter und so fort. So, und viele von euch haben sich gefragt, warum das denn so ist. Jetzt habe ich die Erklärung des Tages, meine lieben Freunde und Kinderchen. Ich habe die Erklärung gefunden. Und zwar ist die folgendermaßen. Die ist eigentlich recht banal. Es ist, glaube ich, wegen dem Splatfest so. Weil es war ja mal beim Splatfest so, dass man sich so krass gewundert hat, so, ja, hä? Warum hört das Splatfest um 19 Uhr auf? Es gibt eine neue Map-Rotation. Und um 20 Uhr gibt es wieder eine neue Map-Rotation für eine Stunde. Hä, wie unnötig ist das denn? Ich glaube, deswegen hat Nintendo das geändert. Weil halt keine zwei Map-Rotations drankommen. Oh Gott, war das knapp. Scheiße, schade, fast. Nee, aber auf jeden Fall, meine lieben Freunde und Kinderchens, ich glaube, deswegen war das so. Ne? Jetzt habt ihr die Erklärung. Ich weiß auch nicht, ob es schon einer von den euch bekannten Splatoon-Let's Playern erklärt hat. Ich hab's jetzt mal getan. Von daher gesehen, tschüss. Tschüss, hab ich gesagt. Sagte tschüss. Wie oft muss man die noch bitch-slappen, Alter? Und krass, Alter. 900 Punkte mit der wunderbaren Kalligraphswaffe, ey. Krass. Ich liebe den Kalligraphen. Der ist cool, Mann. Wow. Macht Bock mit der Waffe. Es macht echt Bock. Klar, das Gespamme vom ZR, ne, ich weiß, das verächte ich ja so ein bisschen, aber hier bei der Waffe macht es ja auch Sinn. Ne? Aber krass. Geil, schön, mal wieder einen Sieg reingeholt, so muss das sein, Mann. Ich denke, im Level werden wir aber nicht mehr aufsteigen, also ich meine jetzt nicht dieses Level, sondern das Splatfest-Level. Ich bin ja momentan super Geister-Fan und, naja. Und, naja. Wo war ich stehen geblieben? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich naja gesagt habe. Warum bin ich so vergesslich? Ich komme schon irgendwie drauf. Ich hoffe es jedenfalls. Oh, ich finde das gerade so kacke, ne? Ich hasse es, wenn mir Themen entfallen. Das ist so doof. Meine Güte, ey. War es irgendwas mit dem Kalligrafen? Wegen dem ZR-Gespamme? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Ich find's schade, Alter. Och, Mann. Egal, lassen wir uns daran nicht stören. Wir machen weiter wie bisher. Wow. Waren knackige Dinge. Jetzt durch den Kalligrafen kann ich auch wieder in deren Base gehen. Oh. Nein! Tschüss. Kann ich auch wieder in deren Base gehen, weil mit dem Tintentitan, meine lieben Freunde, kann man einige knackige Dinge machen, Alter. Wie zum Beispiel in deren Base gehen. Weil man da quasi unsterblich ist und so weiter und so fort. Was? Oh, ich wollte schon sagen. Ich habe ihn doch getötet. Warum wird das nicht angezeigt?
So, meine Aufgabe ist es aber... Jedenfalls war das früher immer so. Jetzt ist es ein bisschen zurückgegangen. Da ich halt mit dem, ja, Tintentitan-Niederwaffe zur Base gehe und halt ein bisschen knackige Sachen mache. Jetzt zum Beispiel knackig sein. Oh Gott, was machst du denn da, alter Idiot? Was, wieso? Es war ein bisschen dumm von Matteo. Der stand da rum und denkt sich so, ja, komm, du darfst mich töten. Ich bin der Auserwählte. Ich wurde auserwählt, mich von dir töten zu lassen. Es wäre mir eine Ehre, Kai. Quasi wie so ein Fangirl. So, gib mir doch mal dumme Kai. Hallo, hier. Bring mich um, los jetzt. Hallo. Los. Natürlich. Aber bei so einer Dreierrunde kannst du da auch überhaupt nicht ankommen. So, ist halt so, ne? Und jetzt ist der Moment gekommen, wo sie alles übernehmen werden. Deswegen muss ich irgendwie gucken, dass ich von außerhalb da reinkomme. Komm schon. Zwar kein Plan, wo die sich befinden, aber ist mir auch egal. Ich geh einfach da hoch. Komm. Von hier oben habe ich einen ganz guten Überblick soweit. Alles gut. Und oh, da hab ich doch gesehen, Alter. Wow. Los, Randome Kai, bring mich um. Los jetzt. Danke, Randome Kai. Mein Tag ist gelaufen. Das war der schönste Tag auf Erden. Wirklich. Randome Kai. Ich bin ein größter Fan. Ich weiß. Sagen viele zu mir. Oh, Randome Kai, du bist es ja wieder. Ah, töte mich, danke. Oh, Randome Kai. Du bist der Beste. Ja. Würde es doch mal so Leute geben, die sagen würden, komm, bring mich um und so. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Tschüss. So, wir konnten hier wieder einiges gut machen, Alter. Vor einer Minute noch waren wir richtig im Rückstand. Jetzt aber haben wir knackige Sachen angestellt, wie zum Beispiel sie zu penetrieren. Und zwar ausgiebig. Ich glaube, ich habe zwar weniger Punkte gemacht als im letzten Kampf, aber ist hier beim Hagebuttenhafen, normal. Da macht man keine 1000 Punkte, weil es eine kleine Map ist. Na, wisst ihr Bescheid. So. Boah, bald Level 35, was geht? Wuhu. Schön. Dritter Kampf, meine lieben Freunde und Kirchens. Und ich glaube, das ist auch so der letzte in diesem Part. Weil ich werde euch ja sehr wahrscheinlich, wenn ich daran denke, das Ergebnis vom Splatfest reinschneiden. Ne, und da gehen ja auch ein paar Minuten flöten und so. Und ich denke, das Hauptaugenmerk sollte in diesem Part darauf liegen, dass wir uns das Ergebnis anschauen, wer denn besser war. Ich glaube ja persönlich Team Geist. Weil, Leute, ich habe von... Wie viele Kämpfe habe ich gemacht? 8, 11. Das ist jetzt, glaube ich, der 14. Kampf. Ich habe, glaube ich, 10 Mal gewonnen. 10 Mal aus 14 Spielen. Es ist eine recht gute Rate. So gut war ich, glaube ich, noch nie in einem Splatfest. Deswegen, ich glaube schon... Ja gut, ich bin jetzt auch nicht die Allgemeinheit, ne? Ich bin auch nur einer von vielen Spielern, die das hier gespielt haben. Aber ich glaube, mein Winstreak, sage ich jetzt mal, meine Siegesrate, mein Winstreak... ist so enorm, der dürfte auf jeden Fall den Durchschnitt mit angehoben haben, weißt du? Und man muss auch bedenken, mit den 10 Kämpfen, die ich gewonnen habe, haben auch die anderen 10 Leute auch verloren. Und das macht irgendwie Sinn. Ja. Ne? Was heißt die anderen 10 Leute? Die anderen 10 Gegner-Fights. Die haben ja logischerweise nicht gewonnen. Wobei, wie ist es nochmal in Splatoon mit 50-50? Geht das? 50-50 oder ist es dann so random, dass wer gewinnt oder sowas? Wie ist das dann? Keine Chance, mein Freund, Alter. Gegen meine Rate beim Kalligraphen hat einfach keiner... Was heißt keiner? Wenige. Ich will mich jetzt hier nicht als der beste Kalligraphenspieler hinstellen, weil ich es einfach nicht bin. Aber ich muss sagen, so von der... Wenn ich meine ZR-Rate gut handeln kann, dann ist die auch knackig. So, wir sollten aber nicht hier verharren für ein paar lilane Pünktchen, sondern eher so gucken, dass wir hier... Weiß nicht, in unseren Spawn zurückgehen, weil der ist auch wieder so ein bisschen lila, ne? Aber auch nur ein bisschen. So. Boah. Ich frage mich gerade, ob es einen Pinsel gibt, der eine Tinferno hat. War das der normale Quasto oder der Fresco? Hatte einer von beiden nicht eine Tinferno? Oder war es die Tinsuka? Ich habe keine Ahnung. Ich sollte auf jeden Fall, wenn es diesen Pinsel gibt, öfter diesen Pinsel spielen, weil, Alter, hallo? Tinferno ist geil, Mann.
Beste Waffe, du weißt. Ich schwöre. So, okay. Unsere Base ist auch wieder so ein bisschen voll mit Scheiße. Und ich habe dich gesehen. Hallo. Anschleichen. Anschleichen. Wie eine Wildkatze. Oh, wo kommst du denn her? Zum Glück hatte der... Oh Gott, ich wollte schon sagen. Ich wollte schon sagen, ist das ein Gegner? Nein, war es nicht. Ah. Aber zum Glück hatte der eine Gegner dort hinten, der gegenüber von mir war, keine... Ja, kein Dünoroller Tesla oder kein Dünoroller so gesehen. So, du bist jetzt nochmal weg hier. Tschüss. Dann fahren wir das nochmal so ein bisschen zurück, weil wir es können. Und boah, fast 1000 Punkte, Mann. Das ist so cool, Mann. Ich liebe diese Stage dafür, Alter. Ich liebe diese Stage dafür. Richtig geil. Und mal wieder ein Sieg, Alter. Ihr seht, 11 Siege oder so aus 14 Kämpfen. Ey, wenn wir das gleich nicht gewinnen, dann fahre ich zu jedem einzelnen Team Geistmitglied hin und verkloppe ihn so ein bisschen. Ja.